Parotis. Ich werde euch hier jetzt die Parotis hauptsächlich aus der praktischen Sicht vorstellen. Also ich erspare jetzt, weil das könnt ihr sowieso alles nachlesen, die verschiedenen Erkrankungen der Parotis, infektiologische Tumorerkrankungen, Autoimmunerkrankungen und, und. Hier geht es mir mehr um, was kann ich als Zahnarzt machen? Zuerst einmal, was sind so die Symptome? Wie kommt der klassische Parotis-Patient oder der Parotis-erkrankte Patient in die Ordination? Ich meine, das Einfachste, was man merken kann, ist, wenn er hier eine Schwellung hat, eine Rötung. Ihr wisst ja, wo die Parotis liegt, hier so unter dem Ohr, im Unterkieferwinkel. Das sind ganz einfache Symptome, die man erkennen kann. Schwieriger wird schon, wenn Patienten über Mundtrockenheit klagen, also von außen überhaupt keine Auffälligkeiten haben, Mundtrockenheit und/oder Geschmacksstörungen und/oder Brennen im Mund. Auch das kann eine Parotis-Erkrankung sein. Was könnt ihr mal als Arzt ganz einfach in der Ordination machen? Das ist ein Ausstreichen der Region. Ihr seht es jetzt hier im Video dargestellt. Das heißt, ihr haltet mit dem Spiegel die Wange ab und schaut euch an, ob beim Ausführungsgang klares, seröses Sekret kommt. Ihr seht in dem Video, man muss ganz genau schauen, weil dieses Sekret oder der Speichel ist so minimal und so dünnflüssig, dass man ihn leicht übersehen kann. Das heißt, da muss man sich wirklich ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen Übung und genau hinsehen. Wenn klares, seröses Sekret kommt, ja, dann ist die Parotis in Ordnung, dann haben die Symptome des Patienten mit der Parotis nichts zu tun. Wenn nichts kommt, dann könnte das ein Zeichen sein für eine Parotis-Erkrankung. Kommt auf beiden Seiten nichts, dann spricht das eher für Autoimmunerkrankungen, Medikamentennebenwirkungen und so weiter. Kommt nur auf einer Seite nichts, dann könnten das von allen möglichen Tumorveränderungen, Parotissteinen bis hin eben zu Gangverletzungen bei Bissverletzungen sein. Bissverletzungen sind relativ einfach zu diagnostizieren. Ihr seht eben eine Bisswunde. Hier wäre dann zu testen, ob es Probleme gibt mit der Okklusion. Ihr wisst ja häufig bei neu angefertigten Zahnersatz, wenn die bugalen Höcker nicht optimal angeordnet sind. Das heißt, wenn dort zu viel Freiraum ist, dann beißt sich der Patient immer wieder in die Wange. Dann müsste man diesen Zahnersatz korrigieren. Bei keinen Bissverletzungen könnt ihr dann noch, also wenn man keine äußeren Verletzungen sieht, dann kann man noch mit Panoramaröntgen häufig Steine im Parotisgang abbilden. Das gelingt nicht immer, aber manchmal gelingt das. Auf alle Fälle, wenn ihr im Röntgen nicht seht, trotzdem kein Sekret kommt, dann würde ich den Patienten einmal zum Beispiel an etwas Saurem lutschen lassen und dann diesen Sekretfluss noch einmal reproduzieren, ob das gelingt und wenn nicht, ihn an eine Klinik schicken, wo die Parotis einen Schwerpunkt darstellt. Und da sind wir jetzt auch schon bei der Therapie. Die ist ganz einfach. Kommt also habt ihr also einen Patienten zum Beispiel mit einer Bissverletzung dann und es kommt aber Sekret, dann kann man dem Patienten sagen, du kau viel Kaugummis, lutsch an Zitronen, damit regst du den Speichelfluss an und normalerweise reicht das aus, dass die Parotis, dass dieser Gang oder die Parotis nach einigen Tagen selber wieder ausheilt. Kommt ein nicht so ganz klares Sekret, dann könnte das ein Anzeichen sein für eine Parotisentzündung. Wenn zum Beispiel das Sekret eher mukös ist, vielleicht sogar gelblich-eitrig, Pus, dann wäre die Therapie wieder die gleiche. Zitrone lutschen, viel Wasser trinken und gegebenenfalls auch Antibiotika. Es kann natürlich auch kombinierte Dinge geben, Bissverletzung und dann eine Entzündung. Wieder viel Lutschen an speichelfördernden Dingen plus Antibiotika. Wenn ihr oralchirurgisch versiert seid und der Speichelgang verletzt ist, man kann auch einen Venflon, einen weichen, einnähen und so den Parotisgang schienen.
und so den Speichelfluss sozusagen fördern. Der Speichelfluss fördert dann die Revitalisierung des Ganges und man kann diesen Venflow, der eingenäht ist, normalerweise nach 5 bis 7 Tagen entfernen und das Ganze flutscht wieder. Habt ihr beidseits kein Speichelfluss, dann ist das eben auf eher etwas Systemisches, da empfehle ich immer Medikamentenanamnese, da kann man leicht eruieren, ob es da einen Zusammenhang gibt. Was klagt der Patient zusätzlich über Brennen im Mund, dann ist das auch häufig ein Anzeichen, dass also beide Parotis-Funktionen versiegt oder stark vermindert sind. Ihr seht dann auch am Zahnfleisch entsprechende Veränderungen, Austrocknung auch beim Schmelz. Und da empfehle ich wieder die Überweisung an ein Schwerpunktkrankenhaus. Wenn ihr Patienten habt mit bekannten Parotis-Schädigungen, wie zum Beispiel nach Bestrahlung oder nach Operationen, nach Facialis-Tumoren und so weiter, dann den Patienten einmal trösten, weil normalerweise übernehmen die anderen Speicheldrüsen nach einigen Wochen, Monaten dann kompensatorisch die Funktion der Ohrspeicheldrüse. Das heißt, diese ganzen Speichelersatztherapien sind am Anfang gar nicht einmal so indiziert, weil man damit häufig die Kompensationsmechanismen der anderen Drüsen ein bisschen hemmt. Es reicht, wenn man den Patienten aufklärt, dass man sagt, du hast jetzt eine Bestrahlung im Gesicht gehabt, somit ist die eine Ohrspeicheldrüse ein bisschen beleidigt, aber die andere kann das normalerweise kompensieren, nur dauert es eben einige Zeit, bis das Ganze wieder anfährt. Und wenn das alles nichts nutzt, ja, dann gibt es eben Speichelersatzpräparate, wobei ich da persönlich euch wenig dazu sagen kann. Wir haben das auf der Klinik zwar immer wieder Patienten verschrieben, Daten oder wirklich Erfahrungsberichte habe ich persönlich jetzt aber keine großartigen erlebt. So, das war es jetzt auch schon zur Parotis, also kleine Zusammenfassung. Immer schauen, ist es einseitig, beidseitig, weil das gibt schon sehr viel Information, was die Ursache ist. Dann das Ausstreichen, eine ganz einfache Methode, um zu schauen, ob die Parotis etwas mit den Symptomen, mit denen der Patient kommt, zu tun haben kann. Wenn kein Sekret kommt, dann genauer inspizieren und eben die entsprechende Therapie einleiten. In diesem Sinne alles Liebe.